Das Wort der Kollege Oliver Luksic. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beraten heute in erster Lesung den Gesetz zur Neuordnung der Regulierung im Eisenbahnbereich, wichtiges Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag. Wir haben es ja zu Beginn der Legislatur darauf verständigt, das Regulierungsrecht zu überarbeiten. Und insbesondere die Trassen- und Stationspreise wollen wir einer Anreizregulierung unterwerfen. Wir haben aber auch den eben angesprochenen Zugang zu Serviceeinrichtungen, den Bezug von Bahnstrom und Vertriebsleitung als regulierungsbedürftig erkannt und hier aufgegriffen. Und es geht in der Tat darum, wie Kollege Barthol eben angesprochen hat, die Bundesnetzagentur zu stärken. Damit ist das, was wir im Koalitionsvertrag auch festgeschrieben haben, hiermit aufgegriffen. Es geht bei der Entgeltregulierung vor allem um die Überarbeitung des Regulierungsrechts. Das Ganze ist erforderlich, weil wir Behinderung und Diskriminierung von konzernexternen Bahnunternehmen durch die Preisgestaltung bei den Infrastrukturgesellschaften verhindern wollen. Wir wollen die Effizienz bei der Infrastrukturbereitstellung vor allem auch erhöhen. Und der Bedarf ist ja, glaube ich, gerade bei dem voll integrierten Infrastrukturbetreiber, wo wir auch Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge haben zwischen Holding mit Weisungsbefugnis des Konzernvorstands natürlich da. Deswegen sieht ja der Entwurf vor, die Trassenentgelte für die Nutzung des Schienennetzes, aber auch die Stationsentgelte für die Benutzung der Personenbahnhöfe zukünftig von der Netzagentur prüfen und genehmigen zu lassen. Und die Netzagentur muss daher im Sinne einer Anreizregulierung darauf achten, dass Infrastrukturunternehmen zu Kostenreduzierung und Effizienzgewinn zu veranlassen. Ich glaube, Kollege Barthol, hier sind wir uns auch einig, dass hier durchaus noch Potenziale zu heben sind. Es lässt sich nicht bestreiten, die Kritik ist nicht ganz unberechtigt, dass die Vorlage des Regierungsentwurfs spät erfolgt. Das liegt daran, dass erste Entwürfe nicht dem entsprochen haben, was unserer Meinung nach notwendig war. Nichtsdestotrotz haben wir das jetzt in einigen Punkten meines Erachtens klar verbessert. Zum Beispiel vor allem den Punkt der Versorgung von Eisenbahnen mit Fahrstrom haben wir jetzt in dem Gesetz aufgenommen. Glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, um für Wettbewerb zu sorgen. Denn der Bahnstrom ist ja ein wesentlicher Kostenbereich für die Eisenbahnverkehrsunternehmen, die im Wettbewerb stehen. Auch das Thema Regulierung von Vertriebsleistung ist natürlich ein wichtiger Punkt, der aufgenommen werden musste. Und bei den weiteren Diskussionen wird natürlich eine wesentliche Rolle spielen, wie wir mit Investitionen, Instandhaltungsmaßnahmen in der Entgeltregulierung umgehen. Und ich glaube, auch hier haben wir die ersten Entwürfe ein Stück weit verbessert. Wichtig war für uns vor allem der eben angesprochene Teil, der im dritten Teil des Gesetzes drinsteht, das Thema, was sagen wir hier zur Regelung, zur Struktur des Unternehmens. Und da war es für die Bundestagsfraktion der FDP wichtig, dass wir hier keine, in diesem Gesetz, wo das nicht reingehört, keine abschließenden Entscheidungen über Konzernstrukturen treffen. Wir sind der Ansicht, dass es hier natürlich Wechselbeziehungen zum europäischen Recht gibt. Und deswegen haben wir es abgelehnt, hier falsche Vorfestlegungen zu treffen. Denn je stärker natürlich der Eisenbahnsektor in Gestalt der Bahn AG vertikal integriert ist, desto höher ist natürlich das Regulierungsbedürfnis. Und es ist bekannt, dass die Bundestagsfraktion der FDP weiterhin für Unbundling, also stärkere Unabhängigkeit der Infrastrukturgesellschaften von dem Konzern ist, idealerweise eine konsequente Trennung von Netz und Betrieb. Und die Europäische Kommission, auch wenn sie ein Stück weit von ihren Vorgaben weggegangen ist, hat dieses Thema ja weiterhin auf der Tagesordnung. Klar ist aber auch, dass wir hier das jetzt nicht auf der Tagesordnung steht. In der Tat, wir haben im Ausschuss dieses Thema andiskutiert, viertes Eisenbahnpaket. Auch wenn die Kommission nicht ganz so weit gegangen ist, wie sich die FDP erhofft hätte, wollen wir doch noch mal klar festhalten, dass der Fortbestand des jetzigen integrierten Holdingmodells mit dem derzeit existierenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen Holding und Infrastrukturgesellschaft mit dem, was die EU-Kommission vorlegt, nicht vereinbar ist. Deswegen bleibt abzuwarten, wie die Beratungen laufen. Die werden ja mit Sicherheit auch im Bundestag
weiterhin spannend bleiben zu dem Thema. Deswegen ist es unsinnig, dieses hier in dem Gesetz aufzugreifen. Ich glaube, das würde auch die notwendigen Sachdebatten nur erschweren. Deswegen haben wir uns auf die wichtigen Passagen konzentriert und freuen uns, dass der Bundesrat Vorschläge macht, die nach Meinung der FDP-Bundestagsfraktion in vielen Punkten in die richtige Richtung gehen. Und deswegen haben wir, wie Staatssekretär Ferlemann angesprochen hat, ja auch gute Anregungen bereits aufgenommen, beispielsweise bei der Ziffer 2, den Nebenbahnen. Wir müssen uns aber jetzt konzentrieren auf die wettbewerbsrelevanten Bereiche. Das werden wir auch noch mal im Ausschuss diskutieren. Wir haben ja eine umfassende Prüfung, aber in der Tat, das sind einige Aspekte genannt worden. Ich gehe davon aus, dass Kollegin Wilms das auch noch mal in dem einen oder anderen Punkt aufgreifen wird, wo die FDP-Bundestagsfraktion auch gerne an dem einen oder anderen Punkt dem Bundesrat ein Stück weiter entgegenkommen würde und will. Wir sind der festen Überzeugung, dass das vorliegende Gesetz die Schiene stärkt, mehr Wettbewerb durch Regulierung von Trassenpreisen, Bahnstrom, Fahrkartenvertrieb. Deswegen ist es ein gutes Gesetz und wir hoffen, dass wir zusammen mit dem Bundesrat dieses auch noch zielstrebig und schnell zu Ende führen können. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt die Kollegin Sabine Leidig.